schickt jetzt die Treckerfahrer los, denn der steht für Campact und Campact steht für eine Kampagne für eine gute Politik und Campact erreicht 2 Millionen Menschen damit, die mitmachen und klicken und klicken dafür, dass es eine gute Landwirtschaft gibt. Und Christoph Bautz ist der Gründer von Campact und er schickt jetzt alle Treckerfahrerinnen und Trecker auf den Weg durch Berlin. Christoph Bautz! Gegrüßt. Was ist das für ein irres Bild bei diesem wunderschönen Sonnenschein? So viele Traktoren, 171, so viel wie noch nie. Und das in diesem Meer aus Fahnen, aus Transparenten, aus Schildern. Viele der Bäuerinnen und Bauern sind zum x-ten Mal dabei, sind bei diesen eisigen Temperaturen hunderte Kilometer gefahren. Ich glaube, ich kann für euch alle hier auf diesem Platz sagen, liebe Bäuerinnen und Bauern, wir sind stolz auf euch, ihr seid klasse, wir sind super dankbar für euch, für diese Strapazen. Das ist euer Applaus! Dieses Land, die Vielfalt auf unseren Äckern, die Schönheit unserer Kulturlandschaft, der Geschmack in unserem Essen. All das haben wir solchen mutigen, solchen kämpferischen Bäuern, Bäuerinnen und Bauern zu verdanken. Wir sagen, die Zukunft der Landwirtschaft, die ist bäuerlich. Liebe Leute, wir sind heute das 9. Mal auf den Straßen hier in Berlin. Und die vom Deutschen Bauernverband, man sollte sie eher nennen, die vom Deutschen Agrarindustrieverband, die haben schon seit 9 Jahren vor, uns auseinander zu dividieren. Uns Bäuerinnen und Bauern, Imkerinnen und Gärtner, Verbraucherinnen und Verbraucher. Einzig, sie schaffen es nicht. Denn wir wissen, unsere Stärke ist unsere Vielfalt. Diese Vielfalt halten wir aus. Diese Vielfalt macht uns aus. Und nur in dieser Vielfalt werden wir die Agrarindustrie besiegen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, dass dieses klasse Bild einer Person hier in Berlin mal wieder gar nicht in den Kram passt. Und die heißt Julia Klöckner und ist unsere Agrarministerin. Auf dem CDU-Parteitag im Dezember hat sie gesagt, wir seien Menschen, die sich selbst überhöhen und andere mit Moraldebatten mundtot machen. Sie fordert von uns eine Sachdebatte, wo man mit Argumenten auf der Basis von Wissenschaft, Daten und Fakten argumentieren muss, weniger mit Stimmung. Liebe Julia Klöckner, die Fakten, die Daten, die Zahlen, die können Sie gerne haben. Aber eins ist für uns auch klar. Bei uns zählt eben auch die Moral und nicht nur der Profit für einige Agrarbaronen und Funktionäre der Agrarindustrie. Also Frau Klöckner, hier die Fakten. Die Anzahl der Fluginsekten ist in den letzten 30 Jahren um 76% zurückgegangen. Minus 76% weniger Bienen und Hummeln, weniger Käfer und Heuschrecken. Die Moral, die Agrarindustrie zerstört mit Monokultur, mit viel zu viel Pestiziden und Überdüngung die Vielfalt und die Lebensgrundlagen auf unseren Äckern. Und deswegen trifft die Agrarindustrie auf unser aller Widerstand. Mit Fakten. Bei 28% der landwirtschaftlichen Messstellen liegt die Nitratbelastung im Grundwasser. In Deutschland über dem Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter.
Das liegt nicht an den Landwirten, die ihre Tiere flächengebunden halten, sondern das liegt an Tieren, die viel zu vielen Tieren, die in Agrarfabriken mit viel zu wenig Platz gehalten werden und wo am Ende hinten raus viel zu viel Gülle kommt. Unsere Moral: sauberes Grundwasser. Das Trinkwasser für uns alle ist das höchste Gut, was wir haben. Agrarfabriken, die es mit Gülle verseuchen, die gehören abgeschaltet. Und nochmal Fakten für Julia. 733 Tonnen Antibiotika wurden 2017 in deutschen Ställen eingesetzt. Wozu man solche Antibiotikamassen braucht? Weil man die Tiere so eng hält, dass sich Keime ausbreiten, wenn man nicht prophylaktisch Antibiotika gibt. Die Moral: Tiere gehören anständig gehalten. Tiere haben auch Würde. Aber mit Anstand und mit Würde hat Agrarindustrie nichts zu tun, und zwar rein gar nichts. Ministerin Svenja Schulze hat Klöckner vor ein paar Tagen sehr, sehr deutlich gesagt, wie man das alles ändern kann. Mit dem Geldhahn. 60 Milliarden gibt die EU aus jedes Jahr für Agrarsubventionen. Und sehr viel von dem Geld landet bei den Falschen. 20% des Geldes landet bei 1% der Betriebe, die allergrößten. Und 70% des Geldes wird völlig ohne irgendwelche Standards und Auflagen für Umwelt, für Tierschutz, für Soziales rausgegeben. Genau das muss sich ändern. Wir sind hier, damit dieses Geld, unser aller Steuergeld, endlich für Bäuerinnen und Bauern ausgegeben wird, die mit ihrer Arbeit unsere Kulturlandschaft schützen, die Artenvielfalt erhalten und dafür sorgen, dass wir gutes Essen auf dem Teller haben. Gebt denen genug Geld, aber dreht der Agrarindustrie den Geldhahn zu. Genau die darüber entscheiden, wie in den 2020er Jahren die Agrarsubventionen ausgegeben werden. Und das wird dieses Jahr entschieden in Brüssel. Die treffen sich heute hier im Außenministerium. Die EU-Agrarminister, auch die Agrarminister der Welt. Und deswegen sind wir heute hier so goldrichtig. Die Traktoren, die Bäuerinnen und Bauern, die sind jetzt schon dahin unterwegs zum Agrarministerium am Werderschen Markt. Und wir alle werden ihnen gleich folgen. Es ist wichtig, dass wir richtig laut sind, dass wir richtig laut uns bemerkbar machen für eine andere Landwirtschaft, für eine bäuerliche, eine ökologischere Landwirtschaft und für die Agrarwende. Und ich würde euch jetzt nochmal bitten, auszuprobieren, wie wir richtig laut sein können. Kann ich euch alle hören? Durchgesetzt, Schritt für Schritt. Wir bleiben dran. Ich sehe euch gleich da unten irgendwo auf dieser Demonstration auf dem Weg zu den Agrarministern. Klasse, dass ihr hier seid. Bis dann, macht's gut. Tschüss.